Wie habt ihr reagiert, als ihr euer Geschwisterchen das erste Mal gesehen habt? Habt ihr es abgelehnt? Oder nur das getan, was eure Eltern wollten? Habt ihr euch auf den Boden geworfen und seid in Tränen ausgebrochen? Oder vielleicht wolltet ihr einfach weg und wolltet das Ganze nicht wahrhaben. Das gilt auch für unsere Kinder. Ja, für das erste Kind ist es schön, ein Geschwisterchen zu bekommen. Ist aber auch zugleich sehr herausfordernd. Viele neue Gefühle und Sorgen kommen auf. Und das nicht nur beim Kleinkind. Als Eltern stellen wir uns zu Recht viele Fragen rund um die Vorbereitung des ersten Kindes, den Beziehungsaufbau und die Umstellung auf das Familienleben zu viert. Alle Fragen von euch zu diesem Thema habe ich zusammengetragen und werde sie in aller Kürze beantworten. Und wie immer, es gibt nicht nur den einen richtigen Weg, sondern viele. Sucht euch das raus, was für euch am besten passt. Nun, die erste Frage, die kommt von einer schwangeren Mama aus Hessen. Ja, man macht sich halt schon einige Gedanken, wie es halt abläuft, wenn das zweite Geschwisterchen jetzt kommt. Und meine Frage ist halt, wie kann ich meine Zweijährige, also bis dahin wird sie zwei, meine Zweijährige darauf vorbereiten, dass ein neues Geschwisterchen kommt? Hallo Gohard, erstmal Glückwunsch zum zweiten Kind. Ich kann dir empfehlen, dass du dein Kleinkind in die Schwangerschaft mit einbeziehst, damit das Ganze für dein Kind greifbar wird. Du kannst es zu den Ultraschallterminen bei den Gynäkologen mitnehmen und kannst ihm sonst zum Beispiel die Tritte des Babys im Bauch mitfühlen lassen. Nicht nur die körperlichen Veränderungen der Mama sollte das Kind beobachten, sondern auch die Umstellung drumherum erfahren. Achte darauf, dass du nicht nur von den schönen Seiten des Geschwisterchens berichtest, sondern das neue Familienleben auch wirklich realitätsnah schilderst. Und das geschieht am besten, indem du oder der Papa viel mit dem Kind lest und darüber redet. Somit kann sich das Kind von der falschen Hoffnung lösen, dass es mit der Geburt seines Geschwisterchens auf einen fertigen, neuen Spielgefährten freuen darf, das bereit ist, mit ihm zu spielen. Es ist ja ganz im Gegenteil. Es ist klein und schrumpelig, kann kaum etwas, außer dass es die meiste Zeit schläft und die Mama haben möchte. Wo wir gerade davon reden, es gibt unheimlich viele hilfreiche Bücher, womit du dein Kind an das Thema heranführen kannst und die Gefühle deines ersten Kindes aufgreifst. Unser Favorit war das Buch Wir sind jetzt vier. Das habe ich hier gerade auch vorliegen und zwar eignet sich das Buch für ab 2 Jahren. Das fängt an mit der Schwangerschaft der Mutter und geht dann über zum Krankenhausaufenthalt und auch hier auch mit dem Termin beim Gynäkologen. Ich finde das wirklich sehr, sehr realitätsnah dargestellt. Vor allem auch die Gefühle, die das Kind danach hat, wo das Geschwisterchen auch zu Hause ist, was es damit machen möchte, was eben nicht klappt. Das wird wirklich sehr schön, auch facettenreich dargestellt. Kann ich euch wirklich auch nur ins Herzen legen, sich so ein Buch anzuschaffen. Und viele weitere Bücher werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Die zweite Frage kommt von einem Zweifachvater aus Istanbul. Hallo Hilal, ich bin Gökhan. Warum wird mein Kind eifersüchtig, obwohl wir unser Bestes geben? Was können wir gegen Eifersucht tun? Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass ihr euer Bestes gibt. Das lässt sich nicht vermeiden und gehört zum Anpassungsprozess dazu. Ein Geschwisterchen zu haben, ist für dein Kind einerseits ein schönes Gefühl. Es hat ja einen neuen Spielpartner bekommen. Andererseits ist jetzt ein Rivale da. Jemand seinesgleichen, der ihm die Mutter wegnimmt und wie ein Spielverderber ist. Liebe und die gemeinsame Zeit, die es bisher genossen hat, gehen in seinen Augen verloren. Es kann sich benachteiligt fühlen und wird neidisch. Ich empfehle es, dein Kind emotional bei Eifersucht zu unterstützen. Es muss erst lernen, seine Gefühle zu sortieren und zu benennen. Zeige Empathie und versuche herauszufinden, was sein dahinterliegendes Bedürfnis ist. Akzeptiert auch negative Gefühle und bespricht seine Sorgen und Ängste, damit es diese verarbeiten kann. Das gelingt euch, indem ihr seine Gefühle widerspiegelt. Du kannst zum Beispiel sagen, bist du sauer, weil deine Mama so viel für dein Geschwisterchen da sein muss? Das kann ich verstehen. Mir geht es manchmal auch so. Das macht dich traurig, dass sie nicht mehr so oft mit dir spielen kann, stimmt's? Es ist in Ordnung, dass du so fühlst. Aber trotzdem darfst du deinem Geschwisterchen nicht wehtun. Du darfst mir und deiner Mama immer erzählen, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du dich so fühlst. Wir sind immer für dich da und helfen dir. So fühlt sich dein Kind mit seinen Gefühlen nicht alleingelassen und kann diese auch ansprechen, ohne insgeheim innerlich zu leiden. Ich hoffe, die Antwort hilft dir.
Hallo liebe Hilal, ich hätte da auch eine Frage an dich. Und zwar gerate ich in manchen Situationen total in Panik. Nämlich dann, wenn unsere ältere Tochter sich neben der neugeborenen Schwester aufhält. Sie ist ziemlich neugierig, möchte die jüngere Schwester küssen, anfassen, jedoch beugt sie sich ziemlich über das Neugeborene. Da kriege ich schon Angst, dass sie ihr Gleichgewicht verlieren könnte und somit der Kleinen schädigen kann. Wie sollten wir in solchen Situationen am besten reagieren? Sollten wir sofort einschreiten oder es doch lieber sein lassen? Hättest du Ratschläge für uns, wie wir das am besten geregelt kriegen, ohne dass wir dabei die Geschwisterbeziehung schädigen? Wir freuen uns riesig über deine Beiträge und freuen uns über deine Tipps. Hallo Bernhard, da bist du sicherlich nicht allein. Alle Mütter fühlen sich ähnlich, wenn sich das ältere Kind neben dem Baby aufhält. Ich kann das total nachempfinden. Heißt aber nicht, dass es richtig ist, das Kind sofort zurückzupfeifen. Aus der Perspektive deines älteren Kindes ähnelt das Baby einer Spielpuppe. Es ist neugierig. Will erforschen, tasten, will es auf den Arm nehmen. Es weiß aber nicht, wie sanft es mit dem Kind umgehen soll, weil es ja noch kein Feingefühl hat. Wir als Eltern müssen ihm vorzeigen, wie zärtlich es mit dem Geschwisterchen umgehen kann. Aussagen wie, pass auf, du tust ihm weh, Vorsicht. Diese Aussagen schrecken es ab und sind nicht besonders förderlich. Leg ihm das Baby vorsichtig in den Arm, streichelt das Baby gemeinsam. Es soll das Baby küssen, berühren und hier und da auch andatschen, aber auf die Hygiene deines älteren Kindes, vor allem wenn es in die Kita geht, solltest du besonders Acht geben. Sprich, Nasen, Mund und Hände, die kannst du dann außen vor lassen, damit sich der Kleine nicht sofort mit irgendwelchen Viren ansteckt. Und wenn du dein Kind bei seinem Kontakt mit dem Baby begleitest, beugst du auch Gefahren vor. Du solltest natürlich das Alter bzw. Den Entwicklungsstand deines Kindes dabei berücksichtigen. Die vierte Frage kommt diesmal von einem Herrn aus Karlsruhe. Wir möchten, dass unser erstes Kind ab der Geburt unseres zweiten Kindes in seinem Zimmer schläft. Bisher hat es bei uns geschlafen. Nach der Ankunft des Babys wird es im selben Zimmer schwierig. Wie sollen wir am besten vorgehen? Vielen Dank für die Frage. Also, das hängt erstmal davon ab, in welcher Schwangerschaftswoche sich deine Frau befindet. Einschneidende Veränderungen oder Erziehungsziele wie Schnuller abgewöhnen, sauber werden, im Kindergarten eingewöhnen oder eben ins eigene Zimmer umziehen, solltet ihr unbedingt früh genug vor der Geburt abgeschlossen haben oder eben wirklich weiter nach hinten verschieben. Euer Kind sollte einen gewohnten, stabilen Alltag kennen. So fühlt es sich sicher und wohl. Nach der Geburt des Babys solltet ihr so wenig wie möglich ändern, weil das neue Familienmitglied eine Umstellung bedeutet. Es bringt gewollt oder ungewollt Stress mit sich. Und eine zusätzliche Änderung würde das Kind wirklich nur noch mehr belasten. Daher sollte es im Alltag deines ersten Kindes so üblich wie möglich weitergehen. Ich würde auch generell davon abraten, Dinge anzukündigen, die passieren werden, wenn das Baby kommt. Ab wenn das Baby kommt, musst du mit Papa schlafen. Oder wenn das Baby kommt, wird es bei uns zu eng und du musst in dein eigenes Zimmer und so weiter und so fort. Dein älteres Kind denkt sich dann, oh Gott, alles was mir gehört hat, bekommt das Baby. So toll ist das doch alles gar nicht. Stattdessen könnt ihr ihm das schmackhaft machen. Weißt du? Du wirst jetzt bald ein großer Bruder oder eine große Schwester. Jetzt kannst du endlich ein Bett ganz für dich allein bekommen. Das klingt doch anders, oder? Vor allem verführerisch. Die Formulierung macht sehr viel aus. Ich habe auch zwei Kinder. Mein älteres Kind wollte schon immer, dass ich es ständig in den Schlaf begleite und mich am besten gar nicht mehr vom Fleck rühre. Sonst ist es nämlich auch sofort wach geworden. Das hätte mit dem zweiten Kind nicht mehr funktioniert. Mein Mann hat dann früh genug vor der Geburt nach und nach das Abendritual übernommen und unser Kind schlafen gelegt. So hatten wir das Problem mit der Schlafbegleitung vorgebeugt. Und am Ende habe ich das Baby schlafen gelegt und der Papa die Ältere. Und alle waren glücklich. Ich habe zwei Kleinkinder und ich weiß nicht, wie ich beiden Kindern zugleich gerecht werden kann. Hast du Tipps für mich? Ja, gerne. Jüngere Kinder brauchen zu Beginn mehr Nähe und Zuwendung von Eltern. Sie müssen erst einmal eine Bindung aufbauen. Und währenddessen müssen ältere Kinder zurückstecken, was ihnen nicht besonders gefallen wird. Sie haben Angst, dass sie die Liebe ihrer Eltern verlieren. Und das ist sehr schmerzhaft. Und um dem entgegenzuwirken, solltest du entsprechend deiner Kapazitäten deine Zeit fair aufteilen. Es ist wichtig, dass du dich mit deinen Kindern gemeinsam und unbedingt auch einzeln beschäftigst. Dein älteres Kind braucht auch exklusive Zeit mit Mama, Papa oder Großeltern. Schenke ihm deswegen eine bestimmte Zeit am Tag, wo ihr nur zu zweit eine schöne Zeit verbringen könnt und worauf es sich eben am Tag freuen darf. Du kannst die Unterstützung von deinem Ehepartner oder euren Eltern holen, um beiden Kindern gerecht zu werden. Dein Kind wird die Zeit mit ihnen genießen, weil es die Aufmerksamkeit für sich allein haben kann. Profitiere von deinen Ressourcen. Ohne die Hilfe von meinem Mann wäre ich zum Beispiel total aufgeschmissen, weil unsere Eltern eben nicht in der Nähe wohnen.
Für den Haushalt konnten wir eine Haushaltshilfe organisieren. Das habe ich im Wochenbett aufgrund meiner Bedarfslage sogar kostenfrei erhalten. Und das kann ich euch auch nur dringend empfehlen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid. Ist wirklich sehr entlastend. Und noch ein kleiner Tipp, was mir jetzt gerade einfällt. Für die Stillzeit kannst du eine Beschäftigungskiste für dein älteres Kind zusammenstellen. Während du stillst, ist es für dein älteres Kind schwierig, geduldig zu warten und sich währenddessen selbst zu unterhalten. Und mit den Lieblingsspielen kannst du dann für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Die nächste Frage kommt wieder von einem fürsorglichen Papa. Hallo Frau Metz, ich möchte Ihnen heute eine Frage zum Teilen von Spielzeug stellen. Manchmal möchte unser Sohn seine Spielzeuge gar nicht mit anderen Kindern teilen. Er nimmt es einfach zurück, sobald jemand anderer sie berührt. Was empfehlen Sie? Vielen Dank. Auch eine sehr gute Frage. Das beschäftigt nämlich viele Eltern. Die Grenzen deines Kindes zu respektieren, ist schon mal ein sehr guter Anfang. Du solltest dein Kind also nicht zum Teilen zwingen. Manche Kinder lassen sich darauf ein, manche nicht. Das ist okay. Wir sollten zu spüren geben, dass wir die Zonen unserer älteren Kinder schützen. Bei uns ist das auch auf der Grund, warum es zu Reibereien zwischen unseren Kindern kommt. Mein kleiner Sohn unterbricht liebend gerne den Spielfluss meiner Tochter und will mitspielen. Meine Tochter mag lieber alleine spielen. Solange sie nicht will, lenke ich meinen Sohn mit etwas anderem ab, sage ihm aber, dass die Schwester jetzt nicht möchte und vielleicht später Lust hat. Was du dennoch tun kannst, ist, dass du dein Kind an seine eigenen Gefühle erinnerst, die es in einer ähnlichen Situation erlebt hat, wo es ein Spielzeug zum Beispiel vor jemand anderem nicht haben durfte. So kann es verstehen, dass Teilen Freude beim Gegenüber bewirkt. Und zum Punkt wegnehmen, solange keiner einen Schaden davon trägt, musst du nicht immer eingreifen. Dein Baby lernt eben das Geschwisterchen auf eine andere Art kennen. Das Leben mit Geschwistern hat so seine eigenen Regeln. Und vielleicht kannst du diese Konflikte etwas entspannter angehen. Vielleicht sind diese kleinen Reibereien doch nicht so schlimm, wie du es empfindest. Richte deinen Blick auch immer wieder auf dein Inneres. Warum greife ich ein? Was geht in mir vor, wenn ich beide so sehe? Hallo Hilal, ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass meine beiden Kinder so unterschiedlich sind. Wir haben sie beide gleich großgezogen. Vielen Dank für deine Frage. Schau dir meine Hand an. Sind die Längen meiner 5 Finger gleich? Die einen sind kurz und die anderen sind lang, obwohl sie zur selben Hand gehören. Und so verhält es sich auch mit unseren Kindern. Die Charaktere von Geschwistern, die von ein und denselben Eltern stammen, sind nicht gleich. Das eine Kind kann total lebhaft sein und das andere Kind wiederum eher ruhig. Vergleichen wir sie nicht. Schau, wie brav dein Bruder ist. Oder nimm dir ein Beispiel von ihr. Dein Bruder isst aber alles auf. Er macht das alles richtig. Solche Aussagen schüren die Eifersucht und kränken das Selbstwertgefühl. Sie sind daher fehl am Platz. Konzentrieren wir uns auf die einzigartigen Stärken jeden Kindes und vermeiden wir es zu erwarten, dass das Ergebnis unseres Erziehungsverhaltens bei allen Kindern das gleiche Ergebnis hervorbringt. Sie werden sich voneinander unterscheiden. Das macht sie doch gerade einzigartig und so besonders. Hallo, auf welche Art und Weise können wir die Geschwisterliebe fördern und dem älteren Kind seine neue Rolle näherbringen? Eigentlich haben sich Kinder lieb. Das ältere Kind braucht nur Zeit, um sich auf das Geschwisterchen zu gewöhnen und zu lernen, mit schwierigen Gefühlen, die dann immer mal wieder aufkommen, umzugehen. Deshalb sollten wir das Kind tatkräftig unterstützen. Der klassische Weg ist es, dass du gemeinsame Aktivitäten vermehrst und Lob aussprichst, wenn alles gut klappt. Ihr habt toll miteinander gespielt, kannst du zum Beispiel sagen. Hebe Gemeinsamkeiten hervor, um beide noch mehr zusammenzuschweißen. Ein anderer sinnvoller Weg ist es, dem Kleinkind in die Pflege zu integrieren, indem du ihm kleine Aufgaben gibst. Du kannst fragen, kannst du deinem Geschwisterchen eine Windel bringen? Wo ist denn sein Schnuller? Kannst du ihm die Socken anziehen? Mit solchen kleinen Aufforderungen merkt es, dass es etwas Nützliches schaffen kann und dass seine Taten wertvoll sind. Vergiss nicht, dich bei deinem Kind für die Hilfsbereitschaft und Kooperation zu bedanken und es großzügig zu loben. Du wirst sehen, wie stolz es auf sich sein wird und sich mega freut, Mama oder eben dem Papa gefallen zu haben. Das stärkt sein Selbstwertgefühl enorm. Es genießt seinen Raum und identifiziert sich mit seiner neuen Rolle als große Schwester oder großer Bruder. Die letzte und 9. Frage kommt von einer Mama, die auch bald einen Nachwuchs bekommen wird. Ich mache mir unheimlich viel Gedanken darüber, wie mein Leben mit 2 Kindern aussehen wird. Wie wird es meinem ersten Kind nach der Geburt gehen? Wird es das Geschwisterchen annehmen? Könntest du bitte etwas dazu sagen? Dankeschön. Danke auch nochmal für deine Frage und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Ankunft des Geschwisterchens ist ein großer Einschnitt im Leben des Kleinkindes. Nicht nur euer Leben als Eltern wird auf den Kopf gestellt werden. Auch dein erstes Kind wird sich daran gewöhnen müssen. Ihr werdet eure Aufmerksamkeit ja schließlich aufteilen. Dein Kind fragt sich innerlich, gibt es noch genügend Platz für mich? Ist noch ausreichend Liebe für mich da? Es will Schutz, Zuneigung und Beschäftigung. Genauso viel wie vorher. Und wenn das nicht so kommt, ist das Kind verunsichert.
verärgert und beunruhigt. Es erfindet Gefühle wie Wut, Trauer, Unsicherheit und Angst, die es durch verschiedene Verhaltensweisen wie Aggression oder kindliche Allüren und Ähnliches ausdrücken kann. Deswegen würde ich vorschlagen, dass du deine Erwartungen an dein älteres Kind unbedingt runterschraubst. Sprich, dein Kind muss sein Geschwisterchen nicht sofort lieb haben oder sich gut mit ihm verstehen und friedlich kooperieren. Wichtig ist, dass sich deine Kinder gegenseitig nicht als Gefahr wahrnehmen und das Gefühl verspüren, dass sie unabhängig voneinander geliebt werden. Wir wissen, dass wir sie bedingungslos lieben. Wie nimmt unser Kind unsere Beziehung zu ihm wahr? Vor allem in schwierigen Situationen. Das heißt, dann, wenn wir keine Geduld mehr haben, wenn wir nicht mehr können, wenn wir wütend sind und Ähnliches. Versuche dich selbst aus den Augen deines Kindes zu beobachten. Bin ich immer da, wenn mein Kind mich braucht? Sind meine Erwartungen an das erste Kind angemessen? Wie ruhig und gelassen bin ich, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Habe ich den Drang, ständig die Kontrolle an mich zu reißen? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. So, das waren eure Fragen zum Thema Vorbereitung des Geschwisterchens und die Umstellung auf das Leben zu viert. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Teilnehmenden ganz herzlich bedanken, dass sie sich bereit erklärt haben, mitzuwirken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt auch etwas von den Antworten mitnehmen. Wenn ihr auch Fragen an mich habt und kein Problem damit habt, vor der Kamera zu stehen, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und übrigens, wenn sich Streitigkeiten zwischen den Kindern doch bereits angebahnt haben, dann schaut euch gerne mein vorheriges Video zu Geschwisterstreit an. Wollt ihr weitere solcher Videos, dann lasst es mich wissen, indem ihr doch bitte auf Daumen hoch klickt und fleißig kommentiert. Ich freue mich auf nächstes Video. Tschüss und Salam!